Als vor 6 Jahren Willy Miller mit kleinen Komponenten für die Firma Hümer und Detlefs begann, konnte er noch nicht ahnen, dass seine kleine M&S-Polsterei in Wolfegg in 2 Jahren schon aus allen Nähten platzt. Geschicktes Marketing und viele Eigendüftlereien von Willy Miller haben ihm den Erfolg beschert. Hümer und Detlef wurden aufmerksam auf den fleißigen Polstermacher hier in Wolfegg. Und die Verträge in den kommenden Jahren passten alle, sodass Willy Miller sich entschied, für über 1 Million eine neue Produktionshalle zu bauen. Das Vertrauen in Hümer und in Detlefs, genauso umgekehrt von Detlefs und Hümer in Willy Miller, war so groß, dass diese Entscheidung genau richtig war. Jetzt stehen sie kurz vor dem Umzug. In ein paar Wochen werden sie in den neuen Fertigungshallen die Komponenten wie Nackenstützen, Sitzen und vieles mehr in der neuen Fertigungshalle herstellen. Ein kleines Erfolgserlebnis in einer kleinen Gemeinde in Wolfegg. Also es funktioniert. Mit viel Mut, mit Eigeninitiative und Vertrauen in die Wirtschaft und in den Boom der Wohnmobile hat es Willy Miller geschafft, ein Unternehmen zu platzieren, hier in Wolfegg.